Dunkel erinnerte sich Carla an bessere Tage, an Zeiten, als ihre Eltern noch lebten und es keinen Abend gegeben hatte, an dem sie und ihr älterer Bruder hungrig zu Bett hatten gehen müssen. Oft sehnte sie sich nach den sanften Worten und Händen ihrer richtigen Mutter, die sie liebkosten und nicht schlugen. Ihre Eltern waren Kaufleute aus einem Ort des Frankenreichs gewesen, dessen Namen sie vergessen hatte. Im Frühjahr vor 9 Jahren waren ihre Eltern mit ihr und ihrem Bruder nach Hedebü gereist, in die Stadt, die ihr verderben werden sollte. Bald nach ihrer Ankunft brach ein Fieber aus, das viele Menschen dahinraffte. Auch ihre Eltern. Ihr 2 Jahre älterer Bruder und sie wurden wie durch ein Wunder verschont. Die Wirtin der Herberge machte nicht viel Federlesen. Nachdem sie die Leichen der Eltern entsorgt hatte, drückte sie ihr und ihrem Bruder jedem ein Stück Brot in die Hand und setzte sie auf die Straße. Die wertvollen Waren ihrer Eltern, den Wagen und das Zugpferd, riss sie sich unter den Nagel. Tagelang waren ihr Bruder und sie hungrig durch die Stadt geirrt, nirgends fanden sie Hilfe, entweder weil ihre Sprache nicht verstanden wurde oder weil sich niemand für sie, die dreckigen Belger, interessierte. Und dann kam die Mutter, wie sie sich selbst nannte, obwohl sie keine Kinder hatte. Sie nahm sie mit in ihre Hütte und setzte ihnen eine ordentliche Mahlzeit vor. Anfangs war sie nett zu ihnen und lehrte sie geduldig die Beutelschneiderei. Sie zeigte ihrem Bruder, wie man mit einem scharfen Messer unauffällig den Münzsack eines vermögenden Kaufmanns abschnitt und unterwies sie darin, das potenzielle Opfer abzulenken. Carla erinnerte sich noch gut an den Vortrag, den die Mutter ihr hielt. »Traurig gucken die alle, die bettelnden Belger in der Gosse. Die rühren keinen mehr. Du musst herzzerreißend weinen können, um aufzufallen. Und wenn das alleine nicht hilft, klammerst du dich an euer Opfer.« Damals war sie ein hübsches, gut genährtes kleines Mädchen, das mit ihren großen, dunklen Kulleraugen und ihrer dunkelbraunen Lockenpracht die Aufmerksamkeit manches Kaufmanns erregte, wenn sie plötzlich wie von Geisterhand vor ihm auf dem Boden hockend erschien und mitleiderregend weinte, wie die Mutter es ihr beigebracht hatte. Während sich der Kaufmann bückte, um nach ihr zu sehen, oder versuchte, sie von seinem Bein abzuschütteln, schnitt ihr Bruder ihm mit großem Geschick ein mit mehr oder weniger Münzen und Silber gefülltes Säckchen vom Gürtel. Die Mutter belohnte sie nach jedem erfolgreichen Diebstahl mit einem reichhaltigen Essen. Das ging 3 Jahre lang gut. Doch eines Tages gerieten sie an den Falschen. Ihre Masche hatte sich wohl herumgesprochen und die Händler waren gewarnt. Als sich ein Kaufmann zu ihr, dem heulenden Mädchen, hinabbeugte, griff er im selben Augenblick an seine Seite und umschloss das Handgelenk ihres Bruders, der sich an seinem Beutel zu schaffen machte. Der Kaufmann brachte ihn zur Stadtwache. Dort schlug man dem auf frischer Tat ertappten Dieb die Hand ab und vernähte den Stumpf notdürftig. 10 Tage später starb ihr Bruder an den Folgen des Wundbrands. Er war nur 12 Jahre alt geworden. Seitdem war sie im täglichen Kampf ums Überleben auf sich allein gestellt.